Hallo Leute, ein wichtiger Hinweis, wenn ihr selber den Schemenchor spielen möchtet, dass euch nicht der gleiche Fehler passiert, der mir jetzt schon zweimal passiert ist. Und zwar ist es ja so, dass wir von unseren Refugien sehr viel an Ressourcen bekommen. Aber jetzt hier zum Beispiel 498 Industrieproduktion oder auch 403,3 Forschung. Und wenn man Gebäude baut, Systemverbesserungen baut, die eine Multiplikatoren geben, wie zum Beispiel hier das intergalaktische Technologie-Refugium, da steht dann drauf plus 10% Forschung pro Systemstufe. Ah, da habe ich gedacht, okay, ich tüftle hier was Wunderbares aus mit dem Schemenchor. Aber die Refugien werden dort nicht berücksichtigt. Ja, jetzt hier die plus 36,2 von dem intergalaktischen Technologie-Refugium berücksichtigt die Refugien nicht. Wenn man die anderen Werte zusammen addiert, dann mal 20% rechnet, dann kommt man auf die 36,2. Es gibt eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen jetzt in diesem Spielstand. Einmal sind wir ergeben. Das heißt, wir kriegen plus 30% das und plus 30% Forschung auf das Imperium. Und wir haben noch ein weiteres. Gebäude gebaut. Ja, Forschungspark der Endless und Welt der Endless. Das gibt dann auch plus 20% auf ergeben. Und diese Multiplikatoren, weil die auf ergeben gelten, die sehen wir dann auch hier. Ja, das heißt, die werden dann auch entsprechend auf die, oder das, was wir von den Refugien bekommen, wird dann auch entsprechend mit den 30% bzw. 20% multipliziert und hier nochmal addiert. Also da aufpassen. Es gibt auch Gesetze, die uns Multiplikatoren geben. Ja, nimm das hier mal raus. Ah. Und dann. Ja. Da gibt es plus 5% das Nahrung, Einfluss, Industrieproduktion, Forschung pro Anomalien auf kolonisierten Planeten, auf Systeme. Und wenn wir jetzt nochmal ins System gehen, dann sehen wir das halt ähnlich wie bei dem intergalaktischen Technologie-Refugium, dass halt der prozentuale Bonus viel geringer ist, als wenn auch der Input von den Refugien gelten würde. Mal als Vergleich dazu, wir sind jetzt in einem Spielstand, wo wir die Hisho spielen. Und hier ist das mit der Game-Mechanik so, dass man durch Fördersonden Ressourcen zu seinem Heimatsystem geschickt bekommt. Ah, also hier zum Beispiel durch diese Fördersonde 0,5 Industrieproduktion, 7 das, 8 Forschung. Und durch die Fördersonde hier 0,5 Nahrung, 3 das, 4 Forschung. Ah, dadurch. Jetzt gehen wir in unser Heimatsystem. Und sehen halt, dass hier direkt der Ertrag, der am Planeten anfällt, erhöht wird. Ach, jetzt hier von den Fördersonden 50 Nahrung, 150 Dust, 150 Industrieproduktion, 98 Dust, 76 Forschung. Und das harmoniert dann auch wunderbar mit den Multiplikatoren. Ja, also da sehen wir jetzt zum Beispiel das intergalaktische Technologie-Refugium. Das gibt uns dann 604. Und ja, Zitadelle hat auch eine Mechanik, die einen Multiplikator gibt. Und ja, diese Multiplikatoren harmonieren wunderbar halt mit diesen Fördersonden.
Aber wie gesagt, beim Schemenchor mit den Refugien, da funktioniert es nur, wenn man so globale Multiplikatoren hat, die auf, ja, auf Ergeben gehen. Aber nicht bei den Multiplikatoren, die sich nur auf die, den Planeten oder das System beziehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dann damit ein bisschen, ja, einen Fehler ersparen oder dass ihr da die Hoffnung habt, da was Großes ausgetüftelt zu haben, so wie ich es halt hatte. Und dass ihr dann da nicht so enttäuscht werdet, wie ich es wurde. Okay. Dann macht's gut. Bye, bye.